Meine Damen und Herren, ja, Frau Friemann-Jennert, wir haben das auch begründet, warum wir das Gesetz ablehnen, weil nicht immer was draufsteht, immer das ist, was dann auch drin ist. Und ich möchte auf einzelne Punkte eingehen. Wo ist Herr Ritter? Weil Herr Ritter ja das Gesetz der Fraktion Die Linke beim letzten Mal eingebracht oder noch mal in der zweiten Lesung hatte und wir ja dort diskutiert haben, wie weit geht jetzt Gleichberechtigung, Gleichstellungspolitik gerade im öffentlichen Raum. Und wir da, ja, vielleicht, da ist er ja, ein Disput haben, weil er sagt, Gleichstellung muss eben auch für die Männer gelten. Klar, da sind wir, glaube ich, uns auch einig. Aber, und das ist eben in der Anhörung klar geworden, vielleicht wäre es für einige Männer gut gewesen, dieser Anhörung mal beizuwohnen, weil dort wurde die große Bandbreite gerade der Frauendiskriminierung noch mal dargestellt. Und die Frage ist, was will ich erreichen mit diesem Gesetz? Und natürlich sind wir uns alle einig, dass ein Gesetz von 1994 nun endlich nach 22 Jahren vielleicht überarbeitet werden muss und eben auch die formale Stellung der Gleichberechtigung ja, gestärkt werden muss. Aber ist das denn tatsächlich so, wenn diese Rahmenbedingungen, die jetzt im Gesetz stehen, treffen die eigentlich mit der Lebenswirklichkeit der Frauen dazu? Ich rede jetzt über Frauen und Frauenförderung. Und wenn über Männer kannst du gerne hier vorne reden, aber ich rede jetzt erstmal für Gleichstellung, so wie ich sie verstehe. Und ein Moment ist vielleicht, dass Männer auch mal lernen, Frauen aussprechen zu lassen und nicht immer wieder gleich alles zu bewerten. Ich wusste nicht, dass wir hier eine Eheberatung haben, sondern ich dachte immer, wir reden hier über ein Gleichstellungsgesetz. Aber wenn man keine Ahnung hat, habe ich öfter schon empfohlen, ist es vielleicht auch mal angebracht, den Mund zu halten. Aber was steht jetzt in dem Gleichstellungsgesetz? Und das, was wir als Bündnisgrüne klar definieren, und das ist auch das, Frau Friemann-Jennert, warum wir das Gesetz abgelehnt haben, ist nämlich die Definition. Wir können doch nicht nur den Blick auf die Gleichstellungsbeauftragten legen, sondern was ist tatsächliche Gleichstellung im Alltag, nämlich im Arbeitsalltag? Und die Zahlen sind vorhin benannt worden. Es ist nämlich so, dass wir 9 Ministerien haben, davon sind 3 weiblich gesetzt. Wie viele Staatssekretärinnen haben wir von 9? 3. Also ich habe ein anderes Verständnis von Gleichberechtigung, das heißt für mich Parität. Besetzung. Und alles andere, was wir vorher nicht haben, ist eine strukturelle Benachteiligung. Hätten wir jetzt hier mehr Frauen, wird es mehr Beifall geben und ich denke, daran sollten wir arbeiten. Und wir sollten eben nicht nur einen fokussierten Blick haben auf das, was wir jetzt haben, weil dann hätten wir möglicherweise immer noch nicht das Frauenwahlrecht. Wir müssen nämlich nach wie vor laut sein und ich denke, klar haben wir jetzt dieses Gesetz, es musste weiter fortgeschrieben werden, aber ich denke, viele Punkte der Gleichstellung sind eben hier nicht angegangen worden. Und vielleicht, da weiß ich, dass Frau Hesse das ja oft genug sagt, ein Gesetz hat eben auch nur, ist ein Korsett für etwas. Und wenn wir es nicht lernen, im Alltag gleichberechtigt zu leben, eben Partnerschaft gleichberechtigt zu leben, Pflege beispielsweise gleichberechtigt zu leben, dann fehlt da etwas. Und natürlich ist es heute zeitgemäß, dass Telearbeit endlich in dieses Gesetz einfließt, weil ich denke auch, Männer und Frauen wollen eben die Kinder- oder die Betreuungsarbeit perspektivisch übernehmen. Da hat sich ja zum Glück etwas verändert, Herr Lenz. Sie gucken so skeptisch, aber ich glaube, gerade in den Reihen der Gleichstellungspolitik müssen wir noch viel tun. Wir haben einen Änderungsantrag mit eingebracht, denn wir halten die Forderung gerade für den Städte- und Gemeindetag, für die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten für unheimlich wichtig. Und deshalb, Frau Hesse, ist auch dieser Antrag so gemeint. Ich denke, da muss der Druck erhöht werden und wir können doch hier und sollten hier unsere Position benennen. Dann ist noch etwas, und das finde ich sehr verwunderlich, wenn bei der Anhörung war, weiß, dass die IHK gar nicht da war. Es sind ja auch die Fragen diskutiert worden, wie können wir eben auch in andere Bereiche die Gleichstellungspolitik umsetzen. Und da, Herr Ritter, denke ich, haben wir Frauen eben noch, ich mag dieses Wort Nachholbedarf nicht, aber die Frage ist eben nach wie vor, wie werden Zielvereinbarungen umgesetzt und wie verbindlich sind sie? Da sind viele Punkte in der Anhörung genannt worden, die offen sind, die Sie auch aufgeführt haben. Und von daher ist es für uns so, dass ich denke, die Intention ist eine gute,
Sie reicht nur nicht. Von daher haben wir, so wie bei der Linken beim letzten Mal ja das abgelehnt haben, sind wir keine Gegnerin der Gleichstellungspolitik. Absolut nicht. Aber wir haben die Diskussion gerade geführt mit unseren jungen Mitgliedern, die sagen, was wollt ihr? Ich sage jetzt mal Älteren dann, ihr habt doch so für Gleichstellung gekämpft, wir sind doch gleichgestellt. Und dann sagen wir immer, na, das funktioniert doch nicht. Guckt mal bei euch auf die Führungsebene, guckt bei euch in die Karriere, wo sitzen Frauen und wo sitzen Männer. Und da gehört natürlich auch die politische Arbeit dazu, denn für ein Paritätgesetz würden wir uns natürlich einsetzen. Aber ich denke, alleine die Diskussion hier auch im Landtag zeigt ja, dass es wichtig ist, weil ich würde mir natürlich wünschen, dass hier der Raum dann voll ist und dass wir eben, wie gesagt, in der nächsten Legislaturperiode hier mehr Frauen haben, um tatsächlich diesen Bereich der Gleichstellung vorwärts zu bringen. Nee, aber jetzt komme ich noch mal zu dem Änderungsantrag der Linken. Das ist natürlich so, Sie haben die Passage Privat- und Erwerbsleben drinne, das teilen wir. Weil Sie aber der Gleichstellungsbeauftragte sagen, würden wir dagegen stimmen, weil das ist für uns zurzeit nicht zeitgemäß. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wir werden dem Gesetzentwurf nicht zustimmen.